So, willkommen hier zum ersten Vlog auf dem Kanal. Wir machen morgen an einem Samstag früh zum Spitzberg nach Tschechien. Start ist ungefähr 5.30 Uhr. Wir wollen halt eigentlich zum Sonnenaufgang oben sein, aber ich denke mal, das Wetter ist einfach morgen nicht so gut. Da werden wir relativ viel Nebel haben, aber hat ja auch irgendwie seinen Reiz. Und ich bin gespannt, ich bin motiviert und mal gucken, was sich dann morgen so ergibt. Ne? Bis später. So, 5.30 Uhr ungefähr. Gleich geht's los. Rucksack ist gepackt, Drohne ist dabei. Bisschen was zu essen nochmal für den Weg. Und ja, ich denke, wir sehen uns dann spätestens in Tschechien. So, willkommen in Tschechien. Hier kommt gerade eine ganze Raureihe runtergeflogen. Der erste Schnee, mehr oder weniger. Ja. Aber ja. Hinten hier die deutsche Seite, wo langsam die Sonne aufgeht. Das ist jetzt kurz nach um 6 ungefähr. Um 6, Viertel 7. Und ja. Also, wir sind jetzt oben. Geniale Aussicht. Mega viel Nebel. Sieht einfach aus wie irgendein Szenario aus Herr der Ringe oder so. Mit dem Schicksalsberg. Also richtig geil, hat sich auf alle Fälle gelohnt. Ja. Mal gucken, ob ich noch ein paar gute Bilder schießen kann. Ich war jetzt schon am ISO-Limit. 10.000 hier und ja, mal gucken. Vorne ist auch schon das Gipfelkreuz. Und ja, mal gucken, wie sich das noch alles entwickelt hier. Nur mal kurz die Landschaft. Vielleicht auch zu dunkel, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall da. Gipfelkreuz. Ja. So, jetzt oben angekommen. Richtig, richtig gute Aussicht. Gipfelkreuz. GoPro steht auch, die macht aktuell Zeitraffer. Und ja, hier mega viel Nebel und da hinten Windmühlen. Das ist dann quasi die andere Seite. Also, haben hier fast alles voller Nebel. Die Seite hinten ist halt relativ noch sichtbar und hier ist halt alles komplett untergegangen. Hinten ist der Kupferberg mit dem bekannten Lost Place. Ja, also hat sich auf jeden Fall gelohnt und das nächste Mal mit Stativ, weil einfach die Kamera hier bei wenig Licht einfach mit der Langzeitbelichtung, das wurde einfach Mist. Das ist mit dem Stativ schon besser. Ich mache noch ein paar Fotos und dann nochmal mit der Drohne ein paar Aufnahmen. Und ja, ich hoffe, dass die dann wenigstens ordentlich sind. Ich war vorhin schon an der ISO-Grenze 20.000 und dann habe ich gesagt, nee, jetzt reicht es erstmal. Hier liegt schon Schnee. Absolut geil. Also hat sich echt mega gelohnt, hier das tätige Aufstehen. Und ich gehe jetzt nochmal runter, mache noch ein paar Bilder, wie gesagt. Und eventuell, wenn es noch ein paar coole Szenen gibt, werde ich noch um das Film. Dann spätestens beim Auto noch mal ein bisschen was. Ja, genau.
Ich hoffe auch, dass es jetzt mit dem ganzen Ton alles klappt. Sonst habe ich den ganzen Scheiß umsonst aufgenommen. Aber ich denke mal schon. Ja. Genau, alles klar. Dann bis später. So, das war's jetzt. Wir sind wieder im Auto und machen jetzt wieder zurück. War auf jeden Fall mega erfolgreich, war richtig gut. Ein paar schöne Tonbilder und Videos noch gemacht. Ja, mal gucken, vielleicht gibt es mal demnächst mehr solche Videos. Ich meine, mit der aktuellen Kamera, mit dem Objektiv ist es einfach mal optimal, sich das selbst zu filmen und ein bisschen was zu labern. Mal gucken, wie die Resonanz ist, aber macht auf jeden Fall Spaß. Jo, alles klar, dann bis zum nächsten Mal.